So, dem hätte ich mich jetzt natürlich nähern können. So, ich will nicht zu nah an ihn ran. Jetzt. X. So, B. B. Ah, ich mag diesen Xbox-Controller-Mechanismus nicht. Weil ich ja nur wissen muss, was ist. So. Zack. Das ist natürlich mir eigentlich viel lieber, wenn ich den Leuten nicht begegnen muss. So. Genau. Dieses Stealthy, das gefällt mir eigentlich schon fast besser. So. Hier geht's runter. Drücke L. L. Was ist L? Was ist L? Wo ist L? Ah, so L meint er. Okay. Herumtreibende Spinne. Ah, okay. Das war quasi mein... Ups, das war natürlich dämlich. Ich komme mit den Tasten immer noch total durcheinander. Das ist echt schlimm. So. Ich darf nicht drüber nachdenken, welche Taste ich drücke, sondern einfach nur drücken. Da ist nichts. Kann ich wieder runtergehen. Da ist ein Gong. So. Alles klar, dann gehe ich doch mal da raus, genau, zack, soll ich aufpassen. Und dann fokussiere ich doch mal da drauf. Wieso sollte ich das machen? Das reicht mir. Ah, das hatte ich sogar gar nicht vor. Faszinierend. Geht's hier irgendwo anders noch hin? Ich bin versucht zurückzugehen, weil ich natürlich wissen will. B. Was ich da noch so finden kann. Ah, hier ist so eine Schriftrolle, genau. We snap off a branch to make a weapon. But the tree must bear the wound. So. Ich bin aber eigentlich fast wieder versucht, wirklich zurückzugehen. Ich kann nicht zurück. Verdammt. Ich bin echt versucht, zurückzugehen, weil ich wissen will, da drüben ist eine Wache. Weil ich ganz gerne wüsste, was da unten war. So. Den verstecken wir einfach hier. Den anderen auch. Und dann können wir die Tür zumachen. Und dann sind die auch schön versteckt, hoffentlich. Hoffentlich. Und ansonsten gehen wir einfach ganz normal weiter. Oh, da scheint niemand zu sein. Die Tür machen wir wieder zu. Dann gehen wir mal hier zurück. Oh, hier gibt's gar nichts. Na gut.
We need to make him look the other way. Das ist kein Thema. Das mache ich einfach folgendermaßen. Oh. Ja gut, dann geht es anders. Dann geht es so. Und so. Und dann muss ich schnell... Oh je. Schnell zu ihm hin und ihn dann erschießen. Allerdings machen wir das erst nach einer kleinen Aufnahmepause. So, da sind wir auch schon wieder. Ich muss jetzt natürlich... Zu ihm. X ist da. So. Das ist ja bei mir jetzt... Natürlich sehr dämlich. Ja, komm. Ich leg dich dahin. Ja, das war vorher jetzt bei mir, da hat mein Wecker gepiept, den wollte ich jetzt nicht 17 Stunden weiter piepen lassen. Das ist jetzt natürlich ungeschickt gewesen. See that door? Don't open it yet. Just lean against it and try to sense what's on the other side. Ja, das tue ich. Oh, eine Rolle. Oh, 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 eine Rolle, die ich möchte. Aber ich komme da auch von oben rein. Sehe ich da. Seht ihr da oben das Ventil da oben? Ich komme auch von oben rein. Kommen von hier rein. Ob das jetzt die beste Alternative ist, weiß ich nicht. Hier rüber geht's nicht. Also ich komme hier rein. Und da ist eine Krähe. Ah, diese Symbole, auf die muss ich achten lassen. Krähen. So. Hier ist nichts. Ah. Ja, mache ich, wenn ich entdeckt wurde. Ich wurde... Allerdings, ja gut, ich wurde entdeckt. Allerdings nicht so richtig. We do not fear death. Our lives have been cruel. The clan must always endure. So. Also... Ich wurde zwar entdeckt, aber dadurch, dass ich den Typ ja schon gleich direkt dann eliminiert habe, sehe ich das jetzt nicht so kritisch. Aber es ist natürlich so... Ja, ich wusste, dass da Krähen sind. Sehe ich das jetzt allerdings nicht so kritisch? Okay... Ich will da unter das Ding. Genau. Das heißt... Ich mach mal wieder den da an. Und werf mal hier ein Ding darüber. So. Dann warte ich da mal ab, bis er hier fertig ist. Bevor ich darüber schwinge. So. Und dann muss ich hier quasi AA machen, ne? So, erst wenn er komplett wieder weg ist. Genau so.
Schön. I scouted up ahead. They're taking Ninja as hostages and Master Azai is in trouble. We have to hurry. So, mit Hilfe der Karte kannst du deine Ziele finden. Drücke. Hä? Ah. Ja, okay, jetzt verstehe ich das. Um die Karte anzusehen. Okay. Welche ist jetzt... Hä? Ich drücke gerade alle meine Tasten. Ah. Ah. Okay. Ziele. Rette Azai. Okay. Zoomen. Left top, right bottom. Ah, okay. So, alles klar. Wunderbar. Gut, ich habe alle Stimmen der Hisomu. Hisomu finde ich immer noch besser. Rette Azai, ohne entdeckt zu werden. Oh, Siegel. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, die Karte kann ich auch noch... Oh. Oho. Ohohohoho. Oh. Genau, das ist nämlich das da hinten, wo ich einen kleinen Umweg gemacht habe. Über die Dächer. Wo ich eigentlich noch schauen wollte, ob ich vielleicht nicht doch noch was anderes finden kann. Da hinten hätte ich auch hochgucken können. Quasi da übers Dach rüber. Und dann hier hoch. Aber da war ich schon zu weit fortgeschritten. Da bin ich noch nicht so wirklich mit zufrieden. So. Dann muss ich doch mal schauen, wie ich jetzt hier weitermache. Da will ich natürlich hoch, aber erstmal gehe ich runter, weil ich wissen will, was da drin ist. Ah. So, das heißt, ich könnte hier die Tür aufmachen. Aber ob das jetzt ein cleverer Plan ist, ist natürlich die andere Frage. Deswegen... So, B ist hier. Wo kann ich dich verstecken? Da oben ist auch noch einer. Aber da komme ich nicht... Ach ja, das war die Stelle, genau. Da komme ich nicht mehr hin. So. Oh, das geht ja auch. Ah, das geht auch. Cool, das finde ich eine tolle Sache. So. Dann werde ich doch hier sagen... Da. Zack. Zack. Und hier B. Okay. Also Ninjas kann ich auch retten. Muss ich auch retten irgendwie. Ah, okay. Okay, okay, okay. Pause. Das wollte ich gerade nicht. Thank you.
Okay. Das heißt, da kann ich wieder eine schnelle Blitzaktion durchführen. Da oben wird jemand vermöbelt. Ah, Quatsch. Ich kann hier ja dieses Spinnengedönse machen. Darauf warte ich jetzt nochmal. X ist es. X. Ja, ich komme hier mit den X'en noch nicht so wirklich klar. Und Körper versteckt. So. Den da oben will ich eigentlich auch gleich erledigen. Zack, und weg mit dir. Okay. B ist da. Wunderbar. Ninja gerettet. Dann gehen wir da hinten doch mal wieder hoch. Da gehen wir jetzt nicht hoch, wir kommen von außen. Na komm. Okay. Da hochwerfen kann ich nicht. Das heißt, ich komme dann doch nicht von da. Das heißt, da müsste ich oben rum, wenn ich den haben wollte. Aber das ist, sieht mir riskant aus, deswegen lasse ich das erstmal. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Es sieht nicht so aus, als ob hier irgendwer ist. Ah, hier hinten. Wobei ich da jetzt auch nicht unbedingt rein muss, ganz ehrlich. Es würde mich einfach interessieren, was da oben ist, wie ich da oben weiterkomme. Aber das kann ich, glaube ich, auch unten lang machen. Ich muss nicht an dem Typ vorbei. Und ich versuche ja eh, möglichst wenig Leute zu töten. Das Spiel hier ist ja mehr ein Stealth-Spiel. So. Okay. Hold on. Did you hear something? I know I heard something from over here. Das ist so witzig, dass der die Leiche nicht sieht, die da runtergefallen ist. Maybe I'm just hearing things. Ja, das glaube ich nämlich auch. So, machen wir das so. Und dann hüpfen wir weg. Upsale. Ja, das war die Geschichte. Das hätte ich nicht tun sollen. Okay, gut. Ich denke, an dieser Stelle machen wir eine ganz kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.